gut angekommen. Was machen wir jetzt? Wir müssen den Cover aussetzen. Wir müssen jetzt dahinter. Und noch ein bisschen den Tiefschnee. Genau. Da hoch. So. Wir haben uns nämlich heute die Aufgabe gegönnt oder den Berg gegönnt hier in Hauser Kaibling zum Sonnenaufgang. Und gehen jetzt dann weiter zur Bärfallspitze. Es wird jetzt so ein kleines Tourvideo dazu. Der Weg zum Hauser Kaibling sollte eigentlich bekannt sein. Ansonsten Gipfelbahn hoch oder beziehungsweise Quadralpina, dann Gipfelbahn hoch und dann kann man von hier aus mit der Bahn fahren. Oder halt einfach über die bekannten Aufstiegswege hoch, werde ich jetzt nichts weiteres dazu sagen, weil man nämlich hier auf der Piste nicht gehen darf. Genau, wir fahren jetzt nämlich, wenn ich das zeigen kann, hier runter, hinter zur Alm und gehen dann da hinten von der Bergstation vom Almsechser hoch auf den Gipfel. Genau. Bin Spaß, ne? Ja, das ist cool. Wie? Das ist ein richtig geiler Sonnenaufgang heute. Ja. Übrigens, das zweite Video in 2020 und die erste Skitour 2020. Auch geil. Die Tasche ist locker. Also die hat auch. Danke, servus. Gute Abfahrt. Danke. Ja, schauen wir, wird schon. Danke. Servus. Party. Auf geht's. So, wir sind jetzt hier unten angekommen. Wir sind den oberen Ziehweg gefahren, der Versorgungsweg zum Naturfreundehaus. Das ist jetzt dahinter. Wir fällen jetzt gerade auf und gehen jetzt dann hier hoch bis zur Bergstation vom Almsechser und dahinter dann über die, ich glaube, über das Kaiblingloch müsste es sein, hoch auf die Bärfallspitze. Also gehen direkt hier die Wand. Ein alternativer Aufstieg, den ihr auch gehen könnt, wäre jetzt hier hoch. Und dann direkt links rein in den Wald zu so einer Scharte hoch. Das ist die Scharte zwischen dem Hauser Kaibling und der Bärfallspitze. Und da dann den Rücken bzw. den Grat hoch, den gehen wir heute aber nicht. Ist aber machbar, ist auch jetzt schon gegangen worden. Das da oben ist übrigens dieses Loch oder diese Scharte, wo man reingehen kann. Und dann hier oben auf dem Grat weiter. Ja, das ist so geil. So kommt man aber sonst nie mit. Ne? So kommt man aber sonst nie mit. So, gerade oben angekommen. Auf einem Sechser, der läuft auch schon. Ist gerade eben in Betrieb gegangen. Sitzt leider ein bisschen voll. Wir gehen jetzt dann hier hoch und dann von da aus hinter dem Felsabsatz hoch bis da oben auf den Gipfel
Und das Schild hier ist auf jeden Fall zu beachten. Gerade Haarscheißen dran gepackt und an die Ski, weil es hier nämlich ein bisschen eisig wird und es ist mit meinen Ski nicht so gut zu gehen, weil ich nämlich meine Felle vom letzten Ski habe und die sind zu dünn. So, Entscheidungsprozess auf dieser Tour. Hier weht es gerade relativ viel Wind. Triebschnee ist auf jeden Fall jetzt hier schon dabei. Es ist noch okay. Ist gerade nicht zu viel. Wir werden jetzt noch ein Stück weitergehen, schauen, wie sich das entwickelt. Wenn es zu viel wird, müssen wir umdrehen. So schaut's aus. Genau, aber momentan ist schon recht starker Wind mit großer Verfrachtung. So, wir haben uns entschieden, wir drehen jetzt um. Es kommt einfach viel zu viel Schnee. Ich meine, man sieht es da oben eh. Den weht es hier überall rein. Das ist alles andere als ideal. Da drüben, das, was wir fahren wollten oder das, wo die eigentliche Abfahrt ist, das geht auf keinen Fall. Da liegt einfach viel zu viel Schnee drin. Und hier ist auch, es ist zwar nicht so viel drin, dass jetzt wirklich vielleicht was abgehen könnte, aber man weiß nie. Mir weht es gerade zu viel auf jeden Fall rüber. Von daher drehen wir jetzt um. War zwar nicht so geplant, auch der Wind war eigentlich nicht so gemeldet, aber was soll's. Manchmal einfach umdrehen, bevor irgendwas passiert. Genau, ich baue jetzt hier ab. Robert ist schon am Abbauen. Und dann fahren wir runter und holen uns noch einen Kaffee. Also wieder unten insgesamt, der Hang ging relativ gut, das was wir jetzt gefahren sind. Es war zwar relativ viel Bruchharsch auf der Seite drauf, wo es angetaut hatte und wo der Wind dann drüber ging. Das war relativ kompakt, relativ hart alles. Der Hang aber, der da, ging relativ gut. Die jetzt drin sind, die drei, die gehen eine andere Route. Mal sehen, ob sie damit Erfolg haben. Wir fahren jetzt auf jeden Fall dann zum Frühstück erstmal, weil wir haben noch nichts gefrühstückt, außer zwei Brote eben am Gipfel. Genau. Trotzdem vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Nehmt auf jeden Fall immer die Sicherheitsausrüstung mit, wenn ihr hier die Skipisten verlasst und schaut, dass ihr solche Sachen möglichst nicht macht, wenn der Skibetrieb läuft, wenn halt die Bedingungen nicht ganz klar sind. Für uns waren sie eigentlich heute Morgen relativ klar, dass es funktioniert, aber als wir dann hier hochgekommen sind, hat man dann hier schon Windanzeichen drin gesehen. Das war jetzt auf jeden Fall dann nicht so geplant und dann haben wir halt gesagt, okay, wir gehen jetzt zwar ein Stück hoch, schauen aber wie es ist und notfalls müssen wir halt umdrehen. Genau, denkt an eure Sicherheit, ist ein großer Appell an alle. Fahrt einfach nicht so neben die Pisten, ohne euch vorzubereiten, ohne Lawinenlagebericht zu lesen. Genau, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bewertet mal das Video, es war jetzt wieder ein anderes Format als sonst. Ich hoffe, dass ich das ein paar Mal öfters machen kann, weil es an sich ganz cool ist, hier so ein paar Touren vorzustellen. Bis dann, tschüss!